So ihr Lieben, vor kurzem habe ich eine Umfrage auf Instagram gestartet und zwar habe ich euch entscheiden lassen, was das nächste Video sein soll, das ihr hier auf YouTube bekommt. Die Entscheidung war eine weitere gelöschte Szene aus The Lost World Jurassic Park 2 oder eben, naja, dieses Video jetzt hier, der grausame Tod von John Hammond. Ihr habt euch zwar in der Umfrage jetzt hier für dieses Video entschieden, allerdings kommt das andere Video dennoch, nur eben dann halt erst am Montag. Während meiner Recherche über John Hammonds Tod, gerade im Buch, habe ich dann so ein paar andere Sachen noch gefunden, über die wir hier im Video auch sprechen werden. Es wird hierbei weiterhin um den grausamen Tod von John Hammond gehen, allerdings habe ich hier ein ganz großes Special noch für euch mit dabei, denn ich habe verschiedene Tode von John Hammond gefunden und zwar nicht einfach nur Enden von John Hammond, wie sie Steven Spielberg ursprünglich im Film geplant hatte, nein. Ebenfalls habe ich hier auch Tode von John Hammond für euch herausgefunden, die Michael Crichton, also der ursprüngliche Schöpfer des Buches Jurassic Park, ursprünglich in seinem Buch hätte einbauen wollen. Und ganz zum Schluss reden wir dann eben über den Tod, den John Hammond im Buch bekommen hat. In diesem Sinne, ja, es wird hier ein bisschen brutaler zur Sache gehen, denn wer die Bücher kennt, der weiß, Michael Crichton hat da schon so einen kleinen Fetisch dafür gehabt, ein bisschen härter an die Sache ranzugehen. Seid euch dessen auf jeden Fall bewusst und in diesem Sinne würde ich sagen, ja, wir starten jetzt mit dem Video Der grausame Tod des John Hammond. Viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Ende von John Hammond, das Steven Spielberg ursprünglich im Film geplant hat. Wir hatten ja schon mal bereits alle Deleted Scenes aus dem allerersten Jurassic Park Film besprochen. Das Video dazu habe ich dir mal da oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Da hatten wir ebenfalls einen relativ witzigen Abgang von John Hammond besprochen gehabt oder eher ein witzigeres Ende, in welchem am Ende von Jurassic Park 1 als Dr. Alan Grant, Ellie Sattler und Lex und Tim waren es gewesen, fast von den Raptoren gefressen wurden. Auf einmal kommt aber Rexy aus dem Hintergrund und rettet den dreien eben das Leben. Ursprünglich hat Steven Spielberg mit dem Gedanken gehadert, dass eigentlich John Hammond hätte erscheinen sollen mit einer Schrotflinte und die Raptoren abknallen sollen. Ich finde den Gedanken daran immer noch so lustig. Ich hätte das nicht wirklich gerne im Film gesehen. Ich finde, das Ende, das wir jetzt bekommen haben mit dem T-Rex, ist wesentlich besser und epischer. Aber aus irgendeinem Grund wünsche ich mir dann doch, dass es vielleicht mal irgendwann eine Szene gibt, die das vielleicht nochmal aufgreift. Ich meine, ja, Jurassic World hat auch sehr viele Szenen wieder recycelt, die ursprüngliche Deleted Scenes gewesen sind oder auch Szenen aus den Büchern, die nie umgesetzt wurden. Eventuell haben wir in kommenden Jurassic-Projekten nochmal die Chance, so etwas Ähnliches zu sehen. Vielleicht sowas wie einen Shotgun Lockwood, der dann einen Shotgun Hammond ersetzt. Irgendwie sowas wäre doch ganz lustig, obwohl Lockwood ist ja auch gestorben. Naja, egal, wir haben Klone. Ich will auf jeden Fall irgendeine Art von Shotgun Hammond mal in den Filmen sehen. Die Sache wurde dann aber eben logischerweise nicht verfilmt, weil, ja, ey, das wäre schon sehr 0815 Trashig gewesen und hat in diesen ganzen Spielberg-Zauber eigentlich nicht reingepasst. Interessanterweise hat Steven Spielberg hier noch ein anderes Ende für John Hammond vorbereitet gehabt. Und dieses Ende war geplant, bevor Richard Attenborough wirklich für die Rolle des John Hammond gecastet worden ist. Und zwar sollte John Hammond ursprünglich laut dieser Konzeptzeichnung hier ganz zum Schluss von Jurassic Park 1 auf der Isla Nublar alleine zurückbleiben. Der Grund, warum das passiert wäre, ist unbekannt. Also es kann ein Unfall gewesen sein, dass sie ihn vielleicht für tot gehalten hätten und dann weggeflogen wären. Oder es war vielleicht auch Absicht, dass sie ihn da zurückgelassen haben, weil John Hammond in den Büchern ist ja ein bisschen harscher und dieses Ende ist ursprünglich geplant gewesen im Jurassic Park Film, noch bevor das Drehbuch Jurassic Park 1 wirklich komplett fertig war. Die Castings hatten quasi gerade begonnen und man konnte den groben Plot den Casting-Mitgliedern bereits vorstellen, aber das Drehbuch war eben noch nicht so fertig, wie wir es dann zum Schluss gesehen haben, oder naja, so fertig, dass man eben den Film hätte drehen können, den wir dann zum Schluss bekommen haben. Gerüchten zufolge hätte dann dieser Ausgang auch dazu geführt, einen Grund zu finden, warum Dr. Ian Malcolm in The Lost World Jurassic Park 2 zurück auf die Isla Nublar reist. Ja, laut Gerüchten hätte The Lost World Jurassic Park 2 im Film ursprünglich nicht auf der Isla Sorna spielen sollen, weil Spielberg meinte, dass das dann zu viele Inseln wären mit der Zeit. Ich meine, das sind zwei, aber das wäre wohl zu kompliziert für die Zuschauer. Deswegen wollte er den gesamten Plot des zweiten Films eigentlich auf die Isla Nublar verlagern. Und der Grund, warum Malcolm und Co. auf die Isla Nublar fliegen, wäre nicht Sarah Harding, wie im Film,
Nein, es wäre John Hammond gewesen. Wie gesagt, das sind nur Gerüchte. Der Grund, warum man dann aber gesagt hat, nee, John Hammond bekommt ein eher persönlicheres Ende als jetzt hier in dieser Geschichte, ist ganz einfach, und das finde ich eine super schöne Geschichte, dass Spielberg Richard Attenborough sofort in sein Herz geschlossen hat und sich gesagt hat, nein, dieser Mann wird auf jeden Fall ein Fanliebling werden. Er wird mit das Herz des Filmes sein, und das ist er irgendwo ja auch. Und deswegen soll der John Hammond aus dem Film ein schönes, persönliches Ende bekommen, was er im Endeffekt auch bekommen hat. Und ich bin damit komplett zufrieden. Übrigens auch nochmal, um ganz kurz damit aufzuräumen, was denn mit John Hammond jetzt wirklich in den Filmen passiert ist. Der ist ja auch in den Filmen, also im Filmkanon, gestorben. Und irgendwie gibt es da so einige Leute, die behaupten, John Hammond wäre zwischen Jurassic Park 2 zwischen Jurassic Park 3 und Jurassic World gestorben. Das ist aber offiziell falsch. John Hammond ist im selben Jahr gestorben, in dem auch Jurassic Park 2, also The Lost World, spielt. Das heißt, Hammond muss irgendwann kurz nach seinem Fernsehauftritt gestorben sein. Mit offiziellen Angaben ist das Jahr seines Todes 1997 gewesen. Ich meine, ja, wir sehen ihn ja auch schon im Film, wie er da an der Maschine hängt, und man merkt, okay, der Mann ist eben nicht mehr ganz so fit, und ja, deswegen ist der Tod von John Hammond nicht zwischen Jurassic Park 3 und Jurassic World gemünzt, das ist einfach falsch, sondern zwischen Jurassic Park 2 und eben Jurassic Park 3. Kommen wir jetzt aber mal zu Michael Crichton. Was hat der Mann sich denn wirklich für John Hammond überlegt? Ja, zuallererst sollte John Hammond von einem Velociraptor gefressen werden, und zwar genau in dem Raum, in dem auch der Kinosaal stand. Auch hierzu gibt es Konzeptzeichnungen, die uns zeigen, wie Hammond am Boden liegt und die gesamte Maschinerie hinter diesem Heimkino zerstört wurde. Die Idee dabei ist gewesen, dass der Raptor Hammond fressen sollte und man quasi das Blut hätte gegen die Wand spritzen sollen, oder so wäre das Ganze eben beschrieben worden in Michael Crichtons Roman, während im Hintergrund der Film eben einfach weiterläuft. Und das Ganze soll so ein bisschen VHS-Footage-mäßig angelehnt sein, dass der Ton immer mal wieder beschrieben ist, cracked, also zusammengebrochen ist von der Kinovorstellung da im Hintergrund, während Hammond eben um sein Leben schreitend von einem Velociraptor lebendig gefressen wird. Warum das Szenario dann verworfen wurde, ist nicht beschrieben. Ich weiß es ganz ehrlich auch nicht, aber ich kenne das selber. Ich meine, ich schreibe hier auch Bücher. Mal wieder eine super schöne Überleitung. Ich habe die mal da oben meine Website verlinkt, da kannst du dir meine Bücher und Kurzgeschichten gerne mal angucken. Und ich weiß, wie das ist, wenn man sich verschiedene Punkte ausdenkt, die eigentlich alle ganz gut sind, aber du musst dich halt für einen einzigen davon entscheiden. Ich könnte mir vorstellen, dass auch hier der Fall gewesen ist, weil die Raptor-Szene hört sich zumindest nicht verkehrt an. Außerdem hat Michael Crichton noch die Idee gehabt, John Hammond, naja, ein bisschen heftiger sterben zu lassen. Und zwar sollte John Hammond, während die Velociraptoren bereits ausgebrochen sind, hier ist beschrieben im Climax, also während dem Climax des Films, ein Climax ist quasi einfach während dem Höhepunkt des Films, sollte Hammond im Kontrollraum auftauchen und dann dort vom Schrei eines Raptors erschrocken werden. Irgendwie wäre er dann vom Kontrollraum aus, daraufhin wäre Hammond weggerannt, hätte einen weiteren Schrei eines Raptors gegeben, Hammond wäre gestolpert und wäre vom oberen Teil des Besucherzentrums heruntergefallen bis in das Dinosaurier-Skelett, was wir auch aus dem Film kennen, wäre dann aber zwischen den Knochen des Skeletts eingesperrt gewesen. In dem Augenblick wären Comsuknacht im Besucherzentrum erschienen, hätten John Hammond lebendig aufgefressen. Das Ganze wäre so ausgegangen, dass es eine Zeichnung gegeben hat, in welcher man Hammond nur in dieser hilferufenden Position gefunden hätte. Der gesamte Körper bis auf die Hand, die eben aus dem Skelett herausragt, wäre abgenagt und Hammond wäre langsam gestorben. Warum betone ich hier immer wieder langsam gestorben? Naja, ihr müsst euch überlegen, dass im Buch öfter erklärt wird, ähnlich wie auch in Jurassic Park The Game, dass die Dinosaurier und gerade die Kompis einen äußerst giftigen Speichel haben, der bis zur Lähmung führen kann. Wir sehen ja in Jurassic Park The Game zum Beispiel auch diesen einen Helikopterpiloten, der noch am Leben ist und seine Augen noch bewegen kann, während sein Körper aber schon am Verwesen ist, der Bauch ist aufgerissen und die Toten haben bereits Eier in den Körper reingelegt. Und so ist das Ganze eben auch bei den Kompis. Die Kompis nagen John Hammond an, der ist dann daraufhin gelähmt, kann sich eben so gut wie gar nicht mehr bewegen und wird dann eben lebendig in diesem Skelett gefressen, während er eingesperrt ist. Hört sich an wie so eine krasse Foltermethode aus dem Mittelalter, und ich muss auch sagen, Michael Crichton ist schon, der hat schon Bock gehabt auf sowas, der hat echt Bock gehabt, sich Tode auszudenken. Es ist wirklich so, also wenn wir irgendwann einen Jurassic Park Horrorfilm bekommen oder eine Jurassic Park Horrorserie, dann holler die Waldfee. Kommen wir jetzt zum Abschluss zu dem Tod, den John Hammond wirklich im Buch erlitten hat, und ja, die anderen beiden Tode mögen spektakulärer wirken. Allerdings ist der Tod im Buch irgendwie ein bisschen unspektakulärer und dadurch aber auch organischer in die ganze Geschichte eingefügt. Das Ganze könnt ihr euch so vorstellen, John Hammond hat eigentlich den Tod bekommen im Buch, den Dieter Stark in The Lost World Jurassic Park 2 bekommen hat. Auch hier im Buch wird er von den Kompis gefressen. Es ist von einer Lähmung die Rede. Auch hier wird John Hammond bei lebendigem Leibe aufgefressen, eben aufgrund der Lähmung.
und der Betäubung, die eben durch den Speichel an ihn weitergegeben wurde, also durch den Speichel der Komsognathos an ihn weitergegeben wurde, sodass er eben hier vorher noch einen keinen Abgrund, sondern auch so einen Berg herunterfällt und dann kommen eben die Kombis und fressen ihn. Also quasi, ja, genauso wie Dieter Stark in The Lost World Jurassic Park 2 gestorben ist im Film. Interessant, wie häufig John Hammond eigentlich hätte heftig sterben sollen. Also sowohl im Buch als auch im Film. Ich meine, gut, im Buch hat es ihn dann ja wirklich erwischt, aber ich muss wirklich sagen, ja, Richard Attenborough, Hand aufs Herz, schreibt es mir in die Kommentare unten rein, hättet ihr gerne gesehen, wie Richard Attenborough lebendig beim Schreien um sein Leben von Komsognathos aufgefressen wird. Lebendig, während sein Körper immer mehr gelähmt wird. Das wäre ein Trauma bis heute gewesen. Das wäre unfassbar heftig gewesen. Und ich bleibe dabei, wir brauchen unbedingt einen Horrorfilm oder eher eine Horrorserie. Wir haben schon 1000 Filme von Jurassic Park, eigentlich nur 3. Und dann noch 3 weitere von Jurassic World. Aber ich hätte gerne eine Jurassic Park Horror-Serie, die am besten dann nicht von Netflix gemacht wird. Aber mal abwarten. Eventuell bekommen wir irgendwann sowas. Jetzt wirst wie immer du gefragt. Was von diesen Toten ist dein Lieblingstod? Ich finde, jetzt im Nachgang dann doch irgendwo, das mit dem Raptor wäre wahrscheinlich ganz cool gewesen. Schreib mir auf jeden Fall deine Meinung dazu in die Kommentare. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.